Hallo und herzlich willkommen zu InSoy oder zumindest dem Charaktereditor von InSoy. Was ist InSoy? Das ist eine ja, derzeit heiß erwartete Lebenssimulation, so ein bisschen im Stil von The Sims. Der Early Access lässt noch so ein bisschen auf sich warten, aber wir dürfen jetzt zur Gamescom den Charaktereditor ausprobieren und da schon mal so ein bisschen reinschauen. Und da habe ich mir gedacht, ich schaue doch auch mal so ein bisschen in den Charaktereditor rein. Wie gestalten jemanden? Wie gestalten nämlich mich? Viel Spaß! Ich habe jetzt die Options erstmal alle so gelassen. Ich habe schon gelesen, das Spiel soll ziemlich hohe Anforderungen haben. Ich bin nicht so 100% sicher, ob das bei mir reibungslos läuft. Ich hoffe einfach, im Charaktereditor ist das noch nicht so der Fall. Und dann gehen wir mal hier jetzt auf diesen Canvas, heißt es. HR Manager Henry. Hi there, welcome to the AR company. I'm Henry from HR. I'll be giving you an overview of the company and your key responsibilities. Attachment AR company introduction.ar. Was hat der uns denn hier zu erzählen? Es lädt. Ah, okay, wir können durchscrollen. Where life stories are created. Das ist mir jetzt ein bisschen zu lang alles. Uncover life's true meaning through diverse experiences, ja. My introduction ends here. Your mentor will now continue to guide you through your duties. Psycat has entered. Hi, du bist mein Mentor. Did you understand Henry's introduction? Miau. Ja. Ich glaube ja. Let me explain what exactly your work will entail. Everything's about Zoe's lives. Ja, das ist, ich brauche eigentlich kein Tutorial. Ich scroll da jetzt einfach mal durch, ne? Start work. Go to Canvas. Accept. So. Das ist das Canvas. Das ist sozusagen, ich verschiebe mal die Cam hier unten hin. Konnte ich vorher noch nicht absehen, wo die hin muss. Das ist das sogenannte Canvas, also so eine Art, ja, Charakterüberblick. Hier sind jetzt schon einige erstellte Charaktere zu sehen. Hier sind auch meine Follower. Ne, es sind nicht meine Follower. Ich dachte schon, das wären jetzt meine Follower irgendwie hier, die verbunden sind. Ja, und hier hat man jetzt so eine Übersicht von Charakteren, die bereits erstellt wurden. Das ist ziemlich cool. Ich gucke gerade mal durch, ob man irgendwas Bekanntes erkennt. Aber so spontan noch nicht. Nee, also jetzt nicht wirklich. Gut, Home. Ich mache das mal zu. Und ich mache mal ein New Game. So, und jetzt brauchen wir einen Namen. Last Name ist... Wie nennen wir mich denn mal? Nator. Und First Name ist Toxi. Toxi Nator. Okay, create a Zoe. So, da sind wir im Charaktereditor. Ich habe ja gesagt, ich möchte mich selbst gestalten. Das ist schwerer als man denkt. Also wirklich, für mich zumindest. Ich bin zu blöd zu entscheiden, wie ich denn aussehe. Darum habe ich mir hier nebenbei mal ein Bild von mir aufgemacht. Und dann fangen wir doch mal an. Erstmal Gender, Female. Hätte Vor- und Nachteile. Ich frage jetzt mal, was ist denn das für ein Switch? Okay. Ich sage jetzt mal nichts dazu, wie der aussieht, ne? Aber
Ja, wir nehmen mal Male, dann ist hier die Age Group. Also Middle-aged. Also ich bin schon doch deutlich in dem Adult, in der Adult Age Group drin. Es ist natürlich immer so ein Ding, wenn man jetzt hier Young Adult nimmt, dann hat man vielleicht noch mehr so Dating-Optionen und so weiter. Aber ich bin mal ehrlich, ich bleib mal beim Adult-Schema. So, Selected Trait. Also quasi wahrscheinlich so ein bisschen Charakter. Mediator. Keywords. Easygoing. Composed. Stubborn. Confident. Dreamer. Easygoing. Affable. Indecisive. Composed. Passive. Perfectionist. Rational. Responsible. Methodical. Principled, ethical, composed. Ja, schon ein bisschen eher. So rational, responsible, methodical. Was schon? Social activist. Rational, responsible, methodical, principled, just, big hearted. Ja, ist immer blöd, sowas über sich selbst zu sagen, ne? Aber dieses rational, responsible, methodical, principled. Das passt schon zu mir. Ich bin schon ein analytischer Prinzipienmensch, so ein bisschen, ne? Also ihr kennt mich natürlich wahrscheinlich nicht so genau, aber es passt schon am ehesten. Perfectionist, Social Activist. Gucken wir mal weiter. Volunteer, kind, big-hearted, sociable, altruistic. Nee, das passt nicht. Charmer, kind, big-hearted, sociable, possessive, light-hearted, ambitious, socialite. Efficient, ambitious, driven, competent, nee. Go-getter, efficient, ambitious, driven, competent, workaholic, introverted. Ah, es sind Punkte dabei. Kann man sich eigentlich seine Traits so ein bisschen zusammensuchen oder muss man etwas, was vorausgewählt ist, auswählen? Guck mal weiter. Artistic, introverted, innovative, sensitive, creative, nee. Individualist, introverted, innovative. Gerade einmal hier meinen Ton gucken. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass das Übersteuerungsproblem wieder kickt. Ich hoffe nicht. Creative, mystical, curious, nein. Explorer, smart, analytical, curious, critical, creative, introverted. Das hat auch viele Punkte, ne? Dieses analytical, curious, critical. Ich will jetzt nicht sagen, es klingt selbstlos, aber smart. Ne? Creative vielleicht nicht so, introverted schon eher. Aber ich würde sagen, Explorer passt bisher so ein bisschen am besten. Ne? Gehen wir mal weiter. Expert, smart, analytical, curious, critical, pragmatic, faithful. Wie auch immer dieses faithful gemeint ist. Passt das eigentlich bisher am besten? So pragmatisch ist eigentlich auch so eine Sache. Wise and logical. Halten wir mal das Expert fest. Safety conscious. Safety oriented. Diligent. Faithful. Prudent. Conservative. Nein, nicht. Collaborator. Dependent. Extroverted. Nein. Entertainer. Free spirited. Cheerful. Nein. Adventurous, free-spirited, cheerful, extroverted, passionate, confident, nein. Authoritarian, confident, daring, dominant, impulsive, aggressive. Ich sag jetzt mal nein, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders. Leader, confident, daring, dominant, independent, composed, easygoing, nein. Das ist schwierig, ne? Also am ehesten passt hier tatsächlich dieses Expert. Das klingt irgendwie... Expert ist eine schlechte Charakter-Selbstbeschreibung. Das ist ein bisschen... Das klingt ein bisschen überheblich arrogant. Aber diese Keywords passen schon am besten. Pursuing exceptional knowledge and skills in their field. The expert has a keen interest in theory, scientific technology... and the smallest of details. They have a strong desire to assist others and utilize the knowledge they acquire. Although more interested in objects than people,
They know how to collaborate and seek recognition for their capabilities within their community. Ich bin ja Naturwissenschaftler, ne? Ich bin wirklich so ein bisschen analytisch unterwegs. Es passt nicht zu 100%, aber wir haben nicht viel Wahl. Also hier dieses Perfectionist war auch ein bisschen dran. Ich guck mal hier nach. Setting high standards for themselves and others. The perfectionist always strives to handle everything flawlessly. Making rational decisions with a fair attitude. Their sense of responsibility and justice is strong. Meticulously planning every task. They remain disciplined in pursuit of their goals. They rarely show emotions, so their pursuit of a more perfect and lasting ideal may make them appear aloof. Ja, das passt auch. Also ich bin wirklich so als Selbsteinschätzung, ist ja gar nicht so einfach, sich selbst einzuschätzen, aber ich bin so ein Mittelding aus Perfectionist und Expert. Ich muss mich aber für eine Sache entscheiden. Hier haben sie als, als Sternzeichen sozusagen eine Waage. Ich bin tatsächlich Waage. Ich glaube ja nicht so an Sternzeichen, ne? Ich gucke nochmal auf die Characteristic. Prioritizes orderliness and regular routine. Surprised feeling lasts for a shorter time. Hygiene gosh decreases quickly. What? Was? Das nehme ich jetzt übel. Was haben wir bei Expert? Loves gaining knowledge through activities like reading. Frequently feels focused. Amused feeling lasts for a shorter time. Leider ja. Sleep gosh decreases slowly. Das passt auch nicht. Ah, Leute, das ist echt eine schwere Entscheidung. Es ist eins von den beiden Sachen. Und jetzt habe ich hier schon unendlich viel Zeit vertrödelt. Ich mache mal den Wissenschaftler. Ich sag mal so, beruflich bin ich eher der Expert, privat eher der Perfectionist. Ich nehme den Perfectionist. Ich hoffe, das hat nicht zu viele Auswirkungen. Select Trade. So. Desired Life ist noch in Development. Okay. Gut. So, jetzt Appearance. Zoi Presets. Presets. Gucken wir mal da durch. Warte mal. Fly. Ich brauche eher was Europäisches irgendwie, ne? Ich fange mal mit Ibia an. Nein, nicht complete. Hups, Face. So, jetzt wird's schwer. Gucken wir mal. Können wir die Mütze irgendwie abnehmen? Das ist ja blöd zum Gestalten. Ich würde gerne die Mütze einfach abnehmen. Ich will diese Mütze abnehmen, bitte. Danke, so. Weil das ist ja zum Design echt ganz schön blöd, ne? So. Detailed Edit Mode. Ich fange mal mit H an, ja? Das ist hoffentlich einfacher. Ja, das ist schon nah dran hier. Nah dran. Nee, ganz so struppig ist es nicht. Vielleicht hier. Nee, das ist zu lang. Nee, die Seiten sind nicht so kurz. Kann ich auch Custom her? Also, das hier passte bisher schon am besten so mit. Können wir noch mal ein bisschen in die Color Options reingehen. Die Frage, kann man da so einzelne Dinge ändern, so ein bisschen. Custom. Und wie kann ich drehen? Kann ich irgendwie drehen? E vielleicht? Ne. Okay, ne. Okay, gut. General.
Base Color. Kann ich noch eine weitere hinzufügen? Hier plus. Nee, das ist ein bisschen heftig. Gibt's Undo? Ja. So, hier kann ich noch ein bisschen mehr machen. Ich kann quasi nur das oben ändern. Ich würde gerne, also ich bin ja ehrlich zu mir selbst, so ein paar leichte graue Stellen hinzufügen. Ich guck mal, wie ist es, wenn ich noch eine Farbe eingebe? Es ist auch immer nur oben. Kann ich irgendwie auswählen, welchen Bereich? Nee. Sad. Detailed Edit Mode. Gut, bleiben wir erstmal dabei. Wir machen mal weiter. Face. Das ist für mich ganz klar am schwersten so. Gucken wir mal nach so Presets. Ach, dann ändert der auch die Haare. Das ist doch scheiße. Ich habe doch extra nach Face Presets geguckt. Leute. Jetzt sind die alle weg. Wo ist denn jetzt das Haar, was ich eben hatte? Da geht mir schon auf den Sack. Ich wollte doch nur die Gesicht hier. So. Kann ich das irgendwie einloggen, dass er das wenigstens speichert? Das ist doch sonst scheiße, wenn ich auf Gesicht gehe und der ändert alles. Naja, gut. Dann müssen wir das wohl doch so lassen. Das ist aber echt schwer dann so, weißt du, ich darf keine Gesichtsauswahl treffen oder ich muss es der Reihe nach machen, dann ist es halt so. Dann machen wir einfach mal, gehen wir das mal durch. Ja. Ist halt schwer dann abzuschätzen, wenn man die nicht einfach durchklicken kann. So, jetzt geht's, okay. Ja, das Gesicht muss ein bisschen runder. Also es wird nicht so leicht sein hier, ne? Mir passt natürlich die Hautfarbe nicht. Ich bin nicht so gebräunt. Das hier ist schon nah dran an der Kopfform. Also es geht mir jetzt gerade erstmal nur so ein bisschen um die Kopfform. Face Presets. So, wie kann ich jetzt... Das kann ich so ein bisschen ändern. Ja, gehen wir jetzt mal zu H. Hatte ich nicht. Warte mal, den hatte ich ausgewählt, ne? Und jetzt gehe ich auf H. Okay, das Gesicht bleibt gleich. Ich war nämlich jetzt gerade echt irritiert. Nehmen wir ihn hier. Gut, Mustache haben wir nicht. Eher so, in der Richtung. Da machen wir dann auch mal ein bisschen die Farbe. So aktuell sieht es halt noch so gar nicht aus wie ich. Aber okay. So vielleicht Skin. Ja, Skin ist immer ganz unterschiedlich. Im Sommer habe ich immer relativ braune Gesichtshaut, so ein bisschen. Ich weiß, ich nehme mal das hier. So, Augen. Ich habe so ein graublaues Augending. Die Richtung, nee, das ist zu dunkel. Ja, das kommt denen schon so ein bisschen näher. Nee, das ist zu grell. Bisschen.
bisschen schwächer als das vielleicht so. Mit so einem leichten Hang ins Grünliche. Ja, eher so. Ja, es ist ein bisschen von der Farbe, passt es noch nicht so. Oh Gott, nein, bitte. Ich habe doch gerade extra hier das ausgewählt. Aber der speichert hier die Sachen nicht. Das ist blöd. Die Sachen, die man hier quasi einstellt, reguliert, die speichert der schon wieder nicht. So, und jetzt würde ich halt gerne die Farbe noch auf ein anderes Schema ändern, aber das geht halt nicht. So kommt es denen schon langsam eher. Ah, es ist schwer. Ich lasse es mal bei dem. Ich lasse es mal so. Gut, Make-up haben wir gar nicht. Ich gehe mal zurück auf Face. Wir müssen jetzt ja hier noch so ein bisschen natürlich das Aussehen des Gesichtes ändern. Meine Ohren zum Beispiel sind ziemlich. Oh, das ist ja auch ganz hart. Meine Ohren sind halt ziemlich angelegt, so, ne? Also kommt drauf an, wie lang das Haar ist, aber man sieht jetzt gar nicht so viel vom Ohr, wenn man gerade guckt. Ihr seht meine Ohren sowieso nicht, weil ich Kopfhörer auf habe. Aber also dieses Ohr hier steht mir ein bisschen zu sehr ab und ich kann nur. Ja, die müssen auch ein bisschen kürzer, also nicht so hoch über die Augenbrauen. Oh, das sind die Lider, das sind gar nicht die Augenbrauen. Dann machen wir mal zurück. Die Augenbrauen sind so ein bisschen geschwungener, würde ich sagen. Es ist unfassbar schwer, sich selbst zu gestalten, so. So, die Nase. So eine leichte Neigung. Ach Gott, das kann man auch gar nicht machen. Also der Editor ist nicht so umfangreich, wie ich gedacht hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, man kann hier relativ viel gar nicht einstellen. Ich hätte echt gedacht, da kommt noch viel, viel mehr bei rum. Ja. Ich würde gerne eigentlich an der Nase noch so ein bisschen was ändern. Die ist schon ein bisschen breiter. Aber da kann ich gar nichts ändern. Beziehungsweise ich weiß nicht wie. Das kann natürlich auch sein, aber das sieht halt noch null aus wie ich. Aber die Sachen, die ich ändern will, kann man gar nicht ändern. Ich komme auch mit den Augenbrauen gar nicht höher. Ich muss eigentlich die so ein Tick geschwungener hier oben machen. Und ich müsste die Nase halt breiter machen, aber das geht halt auch nicht. Dann müsste ich ein anderes Preset wählen. Und dann muss ich, dann wird das wieder alles überschrieben. Das ist halt die Kacke. Bin ich nicht so mit zufrieden, bin ich ganz ehrlich. Also ich hatte mir da viel mehr drunter vorgestellt, sehr viel mehr. Also ich dachte, man kann wirklich alle Gesichtszüge alle einstellen. Aber das funktioniert gar nicht so gut. Okay, Augen. Ich würde eigentlich hier so die Augenringe müssten viel prägnanter sein. Das geht alles gar nicht. Gehen wir hier auf Skin. Ne, da habe ich auch nur die Presets. Also, ganz offen gesprochen, dieser Editor bietet viel weniger Möglichkeiten, als ich gedacht hätte. Sehr viel weniger. Also ich hatte schon ein paar Videos darüber gesehen, wo Leute Charaktere gestaltet haben. Aber das sieht null aus wie ich. Und ich weiß halt nicht, wie ich es jetzt so ein bisschen ändern könnte. Ich habe die Option, die ich haben will, nicht. Ich könnte mir nur hier andere Presets raussuchen. Und
Ja, so richtig funktioniert das halt hier nicht. So, die Lippen sind eigentlich viel schmaler. Kann man da irgendwie die Farbe auswählen der Lippen? Gehen wir erstmal kurz hier auf Outfit. Gucken wir mal. Kann man hier irgendwie... Ich würde auch gern mal meinen Charakter irgendwie drehen. Also Scrollrad geht nicht. Ah, rechte Maustaste, wenn man sehr, sehr viel dreht. Gut, gehen wir mal zur Hose. Na, als erstes gehen wir auf Shoes. Sneakers. So, und jetzt brauche ich irgendwas, was wie Chucks aussieht. Da sind die Optionen schon eingeschränkt. Ja, vielleicht am ehesten das, ne? Wo die Sohle viel zu dick ist. Oder das. Das vielleicht noch eher, ne? Also das erinnert am ehesten so an Chucks. Jetzt würde ich gerne diese hässlichen weißen Socken, sorry. Ich weiß, heutige Jugendliche tragen alle hochgezogene weiße Socken, aber ich würde die gerne ausblenden. Nein, nicht Remove Entire Outfit. Ich will diese Socken. So. Bottoms. Ich hätte gerne lange, also eine etwas längere kurze Hose mit Taschen. So eine Standard Cargo Shorts. Ne? Gibt's irgendwie gar nicht. Customize Outfit. Hier geht nur die Farbe und sowas. Also es gibt hier keine Option so mit so eine Cargo mit Taschen an der Seite. Muss ich ganz ehrlich sagen, also enttäuscht mich auch so ein bisschen. Kann ich schon sagen. Also hätte ich auch mit mehr gerechnet. Dann machen wir mal Tops. Gibt es hier eine vorgefertigte Hoodies. Machen wir mal Hoodies. So, das kann man schon machen. Ich würde die Farbwahl noch ein bisschen ändern. Zweifelsfall schwarz. Vielleicht so. Also ein Hoodie passt schon. So, dann waren wir bei Tops. Bottoms, dann würde ich da gerne nochmal die Farbe ändern, ne? Das ist ja... Also die kurzen Hosen finde ich auch sehr enttäuschend, muss ich sagen. Alter, was ist das denn? Was war das denn gerade? Dann vielleicht noch eher sowas. Schwierig, schwierig. Nee, kariert muss es nicht sein. Ich glaube, ich mache mal sowas hier. Das ist nicht so ganz perfekt, aber... Nun denn. So, dann brauchen wir noch sowas wie... Was ist denn... Okay, das brauchen wir nicht. Tops haben wir gerade gemacht. Underwear. Kann man das denn ausblenden, sodass man sieht, was man da anzieht? Nee. Okay, ich will mich auch gar nicht nackt zeigen. Dann nehmen wir einfach eine Standard-Boxershorts. Shoes haben wir. Accessories habe ich ausgeblendet. Bottoms haben wir. Outerwear brauchen wir jetzt nicht, weil ich habe einen Hoodie an.
Ja, okay. Outfit passt. Dann gehen wir mal jetzt zu Body. Vielleicht können wir da ein bisschen was machen und dann gehen wir nochmal zurück zum Gesicht, zum Körper. Wie gesagt, so richtig passt es ja nicht. Aber wir probieren es mal. So, Muscle. Ja, das ist eindeutig meine Körperphysik. Ne? Also, wisst ihr Bescheid? Bodyweight. Das geht nur in die Breite. Ne? Ich würde gerne einfach so ein bisschen, kann ich ja ganz offen sagen, so ein bisschen Bauch. Ist ja schon vorhanden. Ne? Das kommt mit dem Alter. Machen wir es so. Vielleicht dann Chest. Achso, Haar. Ja, kann ich ganz offen sagen, hier, ne, Geständnis. Ich habe nicht die stärkste Brustbehaarung. Und ich kann auch sagen, ich finde das gar nicht schlimm. Aber die Bauchbehaarung ist jetzt auch nicht so ganz. Dann machen wir mal Arme. Ja, also an den Armen habe ich schon, ich mache mal ein bisschen andere Farbe hier. So, Arme und Beinbehaarung. Alter. Wieso denn nur Knie abwärts? Was ist das denn? So, vielleicht. Ja, ach, was soll's, ne? Gut. Körperform würde ich gerne auch so ein bisschen noch verändern. Ich weiß noch nicht, wie. Also ich habe schon hier so ein bisschen. Nee. Diese Schlüsselbeinregion, die sieht bei mir schon ein bisschen anders aus. Bin jetzt auch nicht der krasse Bizeps-Mensch. Ja, komm. So, jetzt nochmal zurück zu Face. Damit bin ich am wenigsten einverstanden. Und ich bin auch ehrlich gesagt, da wie ich mit den Optionen nicht so einverstanden. Wie gesagt, das sieht null aus wie ich. Aber ich habe keine weiteren Optionen mehr irgendwie. Es gibt diese Optionen nicht, die ich haben will. Also eigentlich müsste ich an den Augen ganz klar was ändern, die Nase. Und das kann ich hier nur über die Presets machen. Und dann ändere ich alles andere mit. Und das stört mich so ein bisschen, ne? Also kann ich ganz klar sagen. Gehen wir nochmal ein bisschen auf Skin. Vielleicht so. Ah, okay, hier hat man noch mehr Einstellungen so. Warte. Jetzt kommen wir mal Eyebags. Okay, hier kann man noch mehr machen. Das gefällt mir gut. Ja, es geht schon fast in diese Richtung. Nasal Bridge. Bisschen breiter. Lip Line. Jawline. Keine Ahnung. Skin Glow. Chin Cleft. Meint das quasi Doppelkinn oder? Okay. Smile Lines. Ja, doch. Sind vorhanden. Wie wär's mit Grübchen? Cheeks.
Ja, okay. Kann ich da noch mehr Details machen? Es sieht immer noch nicht aus wie ich. Eis. Also Augen sind schon gar nicht so schlecht. Also da kann man mit arbeiten. Aber die Nase passt noch absolut gar nicht. Und irgendwie auch die Kopfform noch nicht so ganz. Auch die Haare nicht so ganz. Also es fehlen halt auch sowas wie Geheimratsecken. Da kannst du nicht einstellen. Ja, mir fehlen da wirklich die Optionen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für Haare, ne, also es ist halt nicht, bin nicht ich, wenn ich hier so eine gerade Haarkante habe. Das ist schon furchtbar. Das bin einfach nicht ich. Aber kann ich nicht einstellen. So, beim Bart, okay, ja, es geht in die Richtung. Aber es fehlen halt tatsächlich so die Ohren, gefallen mir auch überhaupt nicht. Das sind absolut nicht meine Ohren. Also gefühlt hatte man da bei Starfield mehr Optionen, aber okay. Also richtig viel kann man hier auch nicht verändern. Ich hätte gerne auch sowas wie Grübchen. Also hier kann ich einiges einstellen. Kann ich bei Haar, warte mal, auch irgendwas einstellen? Nee, hier habe ich nicht mehr Optionen. Wie ist es bei Augen? Gehe ich da nochmal drauf? Da habe ich auch nur die Pupille sozusagen. Ich habe nicht mehr Optionen. Ich kann das Haar nicht verändern. Und ich würde auch gern mein Gesicht mehr verändern, aber nun. Gucken wir mal, ne? Blush, Eyeshadow, das sind alles Sachen, die, naja, nicht so wirklich. Könnte. Das bin voll nicht ich. Also ich würde sagen, der untere Teil ist akzeptabel, ne? Also da kann ich mit arbeiten, aber das Gesicht ist einfach so null. Das ist fast null. Kann ich das irgendwie zwischenspeichern? Face, Hair, Make-up. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Also, ich bin da null mit zufrieden. Bin ich ganz ehrlich. Mit dem Gesicht so. Ich dachte, ich könnte viel mehr einstellen, aber die Optionen, um es mehr wie ich aussehen zu lassen, gibt es wirklich nicht. Ne? Also, ich müsste hier an der Haarlinie sehr viel verändern. Ich müsste die Augenbrauen noch stärker verändern, aber ich kann das nicht. Die Augenbrauen funktioniert nicht. Ich müsste hier die Kopfform noch so ein bisschen verändern. Ich habe halt nur die Presets, von denen ich ausgehen kann. Ich kann ja nochmal, ich fange nochmal neu an. Das passt auch nicht so richtig. Zu breites Gesicht.
Ja, also ich habe halt einen sehr, sehr schmalen Kopf auch, ne? Das passt alles deswegen nicht. Zu klein, viel zu klein. Da können wir schon eher mit arbeiten. Aber das ist ja auch der Kiefer viel zu breit, viel zu breit. Ja, so die Gesichtskopfoption gefallen mir wirklich nicht so. Also das muss ich ganz klar sagen. Da kann ich nicht so gut mit leben. Ich gehe noch mal hiervon aus. Da passen die Augen und so überhaupt nicht. Aber das nehmen wir jetzt noch mal. Dann gehen wir noch mal auf her. Es ändert halt alles nichts, ne? Die Haare, es gibt keine Haare, die irgendwie passen. Mustache, dann kommen wir wieder zu Beard. Da würde ich gerne auch die Haare ein bisschen länger machen, geht aber nicht. Keinerlei Optionen, dann Skin. Ah, ich weiß ja nicht. Gehen wir mal wieder hier hin. Der sieht so böse aus. Und die Augenbrauen so buschig. Ibex. Die Nase, ich würde die Nase gern noch ein bisschen verändern. Das ist alles so. Ah, ich krieg da zu viel bei, das ist einfach. Es passt einfach nichts davon, ne? Also es ist wirklich, wirklich nichts davon irgendwie passend. So, gehen wir mal wieder zu den Augen. Die hatten wir ja schon mal. So, vielleicht Inner Iris, Outer Iris kann ich noch ändern. Das sieht null aus wie ich. Ach ja. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Body haben wir gemacht, Outfit. Accessories.
Kann man da denn noch machen? Eyewear, ich trage eigentlich nie Sonnenbrillen oder irgendwas. Necklace auch nicht. Ach, guck. Nails, auch nicht. Ja, so für Männer. So, was weiß ich, eine Armbanduhr oder so. Armbanduhr, also ist auch nicht viel. Aber das nehmen wir jetzt erstmal. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen Expression 1. Leute, das sieht so psycho aus. Das sieht so mega psycho aus. Wer lächelt denn so? Das meint ihr doch nicht ernst. Nee, diese Augen, das geht gar nicht. Machen wir das mal so. Ja. Nee, sieht auch alles scheiße aus. Das sieht alles scheiße aus. Kann ich nicht anders sagen. Also. Okay. Go back. Complete Zoi Creation. Would you like to save the current Zoi to Zoi presets and finish the process? Complete. Ja. Haben wir das jetzt geschafft? Also ich lade das auch nicht zum Canvas hoch, weil das null aussieht wie ich. Haben wir einfach mal reingeschaut. Ich überlege, ob ich noch einen zweiten Charakter mache, den ich keinem realen Vorbild nachempfinde. Einfach so nach Sinn und Verstand. Aber das hier haben wir erstmal hinter uns. Es sieht nicht aus wie ich. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen enttäuscht von all dem. Aber nun, es ist wie es ist. Wir haben einen kleinen Eindruck bekommen. Schauen wir mal, wie das Ganze denn aussieht, wenn das Spiel fertig ist. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.